Ja, hallo Lieben, nur mal ganz kleine Ergänzung noch zu dem Video, wie kann ich meine Verlustangst loswerden? Und da hat es so einen Kommentar gegeben unter dem Video, der das nochmal gut auf den Punkt bringt, finde ich. Den wollte ich einfach mal vorlesen. Das Video verlinke ich auch nochmal. Und zwar schreibt da eine Zuschauerin, vermute ich mal, ich habe im Grunde nur die Akzeptanz von mir selbst gebraucht. Dies aber versucht, den anderen zu finden und damit mein Selbstverachtendes und so weiter zu kompensieren. Ich glaube, das ist tatsächlich, also klar, wir suchen uns das nicht aus, aber aufgrund unserer Dynamik in der Kindheit und was weiß ich wann alles, oder in der Jugend auch, ja, fühlen wir uns abgelehnt, lehnen an uns selber ab, finden uns nicht gut genug. Und genau, und erwarten oder hoffen, dass das in der Beziehung dann zu lösen ist. Aber ja, das funktioniert halt so nicht, ne? Es wäre so schön, aber naja. Wenn man sich selbst verrät, dann kann das niemand anders wieder gut machen. Ja, das ist so wahr. Ich habe in mir habe ich dann all das gefunden, was ich in den anderen hineinprojiziert und unbedingt so haben wollte. Das ist der Weg, Leute. Ich habe andere nicht akzeptiert, wie sie waren und mir eine Illusion aufgebaut. Ja, also eigentlich, ich habe das früher auch gemacht, alle in diesen toxischen Beziehungen, ist wirklich einfach Fantasyland, ne? Als ich endlich verstand, dass ich mir nichts anderes wünschte, als mir der treueste und beste Freund zu sein, hörte das Verlangen nach Bestätigung von außen auf und ich fing an, mich besser zu behandeln. Wahre Worte, Leute, muss ich wirklich sagen. Ich kriege viele tolle Kommentare, aber ich nehme den jetzt mal einmal hier raus. Und ja, das ist einfach wahr. Sei dir selbst der beste Freund. Ne? Und das ist, glaube ich, bei allen Sachen im Leben so. In dem Moment, wo man es loslässt, kommt man so in die Fülle. Mich nicht mehr zu beleidigen und mir mein Leben zu gestalten. Okay, dann schreibst du noch, das ist mir eines der besten Videos von Christian. Danke. Theoretisch weiß man es schon, aber erst wenn man den Weg dann geht, kann man es wirklich verstehen. Ja, wunderschön. Danke für den schönen Kommentar. Freue mich sehr, wenn ihr kommentiert immer. Ich lese es auch fast alles durch. Und ja, danke fürs Zuschauen auch hier. Und wir sehen uns bald wiedersehen. Wenn du meine Arbeit noch nicht kennst, schau mal auf liebeschip.de vorbei. Da gibt es auch den neuen Resilienzkurs. Widerstandsfähigkeit der Psyche.